Mit den Reifen. Mit der Aufhängung, oder ist das, meinst du? Schauen wir mal. Ich kenne mich da nicht so aus, Leute, deswegen brauche ich immer eure Hilfe. Ich fahre einfach, ich bin Paid Driver. Deswegen, mich hat man... Riesensponsor habe ich im Rücken, habe ich ins Auto gesteckt, hat gesagt, fahr einfach. Deswegen, nichts wissen, kein Plan, deswegen Gags Trainee. Ich stelle immer bei Regen und zwar die Flügel auf 11 und sehr hohe Bodenfreiheit. Ja, und das heißt, müsst mir dann schon genau so sagen, was wie, dass ich dann das weiß. Radsturz, was stellen wir da am besten ein? Radsturz. Am besten, ach so, steht da unten was. Das Vermindern des Radsturzes verbessert die Kurvenstabilität der Vorderachse, führt aber zu geringen Beschleunigungen auf der Geraden und erhöht Verschleiß der Vorderreifen. Ach so, da steht ja was, habe ich nie gesehen. Ja, das übliche Problem bei jeder Strecke, Setup herausfinden, Regen versuchen zu fahren und dann weiterschauen. Das Vermindern des Radsturzes verbessert die Kurvenstabilität der Hinterachse, führt aber zu geringen Traktionen und erhöhten Verschleiß der Hinterreifen. Das Vermindern. Höhere Werte erleichtern das Einlenken, verringern aber die Stabilität auf den Geraden. Niedrige Werte haben den gegenteiligen Effekt. Höhere Werte erleichtern das Einlenken. Also ist doch gut, oder? Höhere Werte leichter einlegen, verringern aber stabilisiert auf der Geraden. Ist ja egal. Oder nicht, oder wie? Höher ist besser mit einlegen, oder? Aufhängung. Höhere Werte führen zu stärkerem Untersteuern in schnellen Kurven. Ermöglichen weichere Werte und erlauben aggressiveres Fahren über die Randsteine. Ah, insgesamt sinkt der Abtrieb. Also höhere Werte führen zu stärkerem Untersteuern in schnellen Kurven, ermöglichen weichere Federn und erlauben aggressiveres Fahren über die Randsteine. Höhere Werte führen zu stärkerem Steuern, ermöglichen weichere Federn und aggressives Fahren über Randsteine insgesamt. Höhere Werte führen zu stärkerem Steuern, besserem Ansprechen und höherer Traktion. Aber auch zu niedrigen Grip in den Kurven. Außerdem wird der Reifenverschleiß erhöht. Niedrigen Grip in den Kurven. Höhere Werte führen zu stärkerem Übersteuern und besserem Ansprechen, verringern jedoch die Traktion und führen zu niedrigen Grip in Kurven. Außerdem wird der Reifenverschleiß erhöht. Bodenfreiheit 11 beides, Federhärte 1 beides, glaube. So meinst du? Okay. Und Spurtreue auch noch irgendwas ändern? Nee, fuck. Falsche PC hier. Dass man doch keine Leerzeichen machen kann, ist schon... ist auch ein bisschen döf. Ich hoffe, das fixen die alles beim 15, dass du moderner hast das Ganze.
Okay, Dieter hat nichts mehr geschrieben. Ich dachte, du hast du noch einen Tipp oder so? Aber lass uns mal so. Fahren wir mal raus. Rest. Probier mal ein bisschen rum, wenn ich schau mal halt auf was so ein komisches. Boah, was macht denn der da, hey? Wow. Überhaupt Grip zu bekommen. Ich denke mal, dass ich dann. Ich fahre sowieso nicht auch nicht die Ideallinie ohne Hilfe. Ich schätze mal, findet einfach keine Regen-Setup, da nicht jeder so viel Regen hat wie ich. Um ins falsche Deutsch reinzukommen. Nur lässt sich leichter lenken. Jo, mache ich. Machen wir Intermediates. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen mit Hilfe und dann mache ich wieder aus die Ideallinie. Muss ja noch. Ich hoffe, es hört bald aufdrehen. Dann können wir ein bisschen im Trocken üben. Einfach so, weil es einfach einfacher ist, im Trocken zu üben, die Strecke. Meiner Meinung nach. Wenn es dann ganz trocken ist, können wir gescheit fahren hier. Dann können wir die drei Setups ausprobieren, die zwei. Jetzt schauen wir mal, wenn es trocken wird, dann probieren wir direkt die Setups aus. Dann. Also die zwei Setups, die ich vorhin am Video gezeigt habe, ich habe vorhin ein YouTube-Video gezeigt von zwei Setups. Wir sind ja für trocken und Austin. Aber kannst du mal durchgeben, Loki? Ich hoffe doch, die auf dem Trocken die Kurve anders sehen zu können. Ja gut, Mercedes. Wenn wir jetzt alles finden. Ja, die Leute machen es doch auch einfach, wenn man mit Mercedes fährt, das hat man das Spiel ja total leichter. Leichter. Gut, ich werde trotzdem nicht gewinnen, weil ich trotzdem nicht fahren kann, aber trotzdem. Jo, egal. Damit ich die ausprobieren kann, dann fahre ich 10 Minuten mit jedem Setup, schauen wir das mal an. Also aus so eine Sachen, die Strecke nicht kennst und nicht kannst, dann Setup zu testen, Moment, ist kurz gut. So, Boosten vorbei. Jetzt mal hier über den Körper fahren. Haben wir die erste Kurve im sechsten, zweite auch im sechsten, dann komme ich in den fünften, dann rutsche ich wieder, komme ich in den vierten, dann komme ich in den dritten. Muss ich hier echt so richtig cruisen wie bei, ja, wie bei Suzuka fast, wo ist dann nur vierter fast.
Jetzt wird es langsam trocken. Aber ich muss sagen, ich habe mir echt noch gar nichts gemerkt, so wirklich, von den Gängen, von den Bremspunkten. Ich habe mich nur darauf konzentriert, erstmal das Auto überhaupt ruhig zu halten. Jo, danke Loki. Ich hab das schon. Musst du nicht nochmal schreiben. Ja, aber schreibst du auch immer den gleichen Scheiß hier. Passt schon, ich hab's ja, ich seh's ja. Ja, voll eine Falle rein, ja. Die Linie aus, sie ist verwirrt sowas von, das kann ich mir nichts merken. Also Linie aus. Okay, die ist schon im 5 zu nehmen. Okay, ich muss schon bei der nächsten langsamer werden. Ich finde das bei den ganzen gezeichneten Strecken so, wo keine wirkliche Begrenzung ist mit Mauer oder sonst was, sehr, sehr schwer einzusehen. Deswegen muss man sie halt sich merken. Ich muss halt die Strecke im Kopf vorfahren, das ist halt schwierig noch. Also da bei 50. Du bist ja eh nur im 6. Gang und fährst gar nicht schnell. Und hier? Wow, ich muss die anders nehmen, glaube ich. Soll ich die bitte schon im 6. fahren? Hey? Naja, so schaut es bei mir im Gags aus, immer die ersten Runden. Und dann das Ergebnis habt ihr ja zum Beispiel solche gesehen, da habe ich ja auch geübt. Also ich übe immer so ein paar Stunden. Ich war die ganze Zeit 6, du Sack. Ist nicht besser so. Wieso denn nicht mehr zugucken? Was machst du dann am 13. Schönes? Machst du das gleiche wie ich oder was? Fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, ich wollte die Kurve nochmal hier üben. Ist doch scheißegal, Loki. Ist doch scheißegal. Läuft halt. Was willst du machen? Ach so, dann spielst du ein Jahr lang Assassin's Creed und... Ach so, gut. Immer mal trocken jetzt, oder? Keine Lust mehr jetzt hier rumzugurken, fucking nass Dings da.